Aua! Oh, eine große Kiste sogar. Nice. Okay, das hat sich dann doch gelohnt. Was ist denn da drinne? Oh, ein Schmuckschild. Ein goldener. Na gut. Ob die wirklich wichtig sind, weiß ich noch nicht. Okay. So. Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. Gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Schade. Okay. Und wir gehen da hinten hin. So. Da habe ich dich überrollt. Und was da? Oh, eine blaue Vogelfeder erhalten. Diese kostbare Feder kann man nur bei extrem seltenen blauen Vögeln finden. Ja, die ist wirklich sehr selten. Und die brauchen wir auch. So. Eldenerz. Nice. Rubine. Okay. Lass mich mal kurz gucken. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Aber erstmal gucke ich kurz auf die Karte. Okay. Ich weiß schon mal, wo wir lang müssen. So. Ja. Ich weiß, kommen wir da auch noch gar nicht rüber. So, wir laufen jetzt mal auf die andere Seite. Oh, ich mag diese Kugel nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das ein bisschen nervig. Aber was will man machen? Man muss halt durch. So. Lass mich mal kurz gucken. Hier war irgendwo auf der Karte. Da. Genau. Mach mal auf hier. Aha. Das sieht man auch gar nicht. Nur auf der Karte sieht man das. Gut. Gehen wir mal weiter. Aha. Ein geheimer Durchgang. Oh, du bist so ein Depp-Link. Also manchmal bist du echt... Nein! Oh, nö! Ist das dein Ernst? Oh, das gibt's doch nicht. Manu. Okay, dann werde ich mich anstrengen, nicht runterzufallen. Gehe ich wohl dahin? Ja, wie gesagt, jetzt können wir nochmal dahin laufen, nochmal alles machen. So. Geh mal weg, du Fisch. So. Natürlich nicht in die Pampe da reinlaufen. Ganz vorsichtig. Okay. Wow! Ein Schleim. Und Herzen. So, so, so. Steck ich mir mal ein paar davon ein. So. Sollte reichen. Okay. Dann ist da noch so ein Gestörter. Alter, ich bin fast hinterhergesprungen. Oh. So, jetzt muss ich kurz mal was gucken. Man kann da durch. Wird hier aber nicht angezeigt. Ah, doch, da ist ein Riss. Aber jetzt.
Wow! Alter! Was eine Überraschung! Nein! Ich überhol dich! Nicht! Mal kurz gucken. Okay, da gibt's nichts. Ja. Hier gibt's auch nichts so wirklich, aber mal kurz gucken. Ah, okay. Oh, das wird ein bisschen tricky. Müssen wir einmal hier vorne aufmachen. So, und einmal auf der anderen Seite auch. Zum Glück haben wir ja unseren super geilen Käfer. So. Hallo. Können wir die Angst davor haben? So. Ein bisschen höher. Ey! Mann! So. Ma! Wegen diesem Penner! Och, Mann. Das zieht nur unnötig Zeit. So, so. So. Mann! Hör doch auf damit! Ich hab dir nichts getan! Boah, nee. Weißt du was? Friss! Alter, nee. Das kann, du haust es nicht ab. Friss, Alter! Mann! Boah! Klaut er mir die ganze scheiß Zeit! Denkst du, ich hab Spaß damit immer rumzufliegen? Mann! So ein Sack! Immer, wo es nur noch ein Millimeter war! So! Ah, gut, hätten wir das auch beseitigt. Gott sei Dank. Okay. Ja, diese Kröten sind eh immer die dümmsten. Oder Fische oder was das sein soll. So. Zack, 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 zack. So, der ist auch tot. Speichere ich kurz mal ab hier. So. Gut. Und dann geht's hier weiter. Oh, der überlebt das. Überlebst du auch das? Natürlich nicht. Oh, 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 wow, wow. Okay. Oh, eine schmale Passage. Aber erzählt mir mal, wie sowas möglich ist, dass so eine Spur da entlang geht, so eine Lavaspur. Das klingt für mich höchst unlogisch. Aber das ist nicht schwer, es soll einen nur Angst einjagen. So. Mann, du Sack! Mann, mein armes Schild. Okay, es hat aber noch nicht so hart gelitten, zum Glück. Ach, mein bester Freund ist da. So. Ach, komm. Hä? Da hab ich dich erwischt. Mann! Dieser scheiß Penner im Hintergrund! Nein! Mann! Danke. Das ist immerhin nett. So, der hat wahrscheinlich nur Geld gehabt. Ja. Es war sich um Biene. Was für ein Glück. Ja. Das sind diese typischen,
Diese typischen, wie heißen die Camper? So. Hätte ich das auch jetzt mal geschafft. Nice! Oh, da haben wir eigentlich schon die nervigste Passage geschafft in den Tempel. Zum Glück. So. So, dann haben wir das noch kaputt. Da auch. Ja, okay. Ah. So. Oh. Ah, ist auch nicht gerade besser. Naja, na gut. So. Okay. Aha. Oh je, eine Falle. Okay. Yeah. Dann sind wir schon mal hier. Krieg ich mir mal dadurch. Ey, ich will da durch. So. Dann rippen wir das ab. So. So, so, so. Und dann sind wir voll. Okay. Da sind nur Herzen drin. Aber die Bomben brauchen wir ja auch für was. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Ah. Aha. Okay. Da muss ich doch nochmal da rein. Aber jetzt muss ich kurz gucken. Ah, wieso habe ich denn jetzt so komische Legs? Oh, gut, die sind wieder weg. Nee, nee. Ich muss nur kurz gucken. Aha. Ah! Okay. Gut, gut, gut. So. So ungefähr. Was? Nicht? Dann so. Ja, war perfekt. War perfekt. Super. Gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. So. Na. So. Dann kommt da wieder ganz viele Steine runter. Oha. Nein. Och man. Hä? Geiler Trick, Alter. Aber es bringt mir nichts. So, komm, lad dich auf. So. Ah, wir sind fast da. Nice, wir sind fast da. Gut. Wir gehen mal hier hoch. Aha. Okay. Die Musik ist weg. Ah, hier ist der Master-Schlüssel. Nice, nice, super, nice. Du hast den Drachenschlüssel erhalten. Dieser in sich verschlungene Drache wurde aus strahlendem Gold gefertigt. Aber wieso ist die Musik weg? Oh nein. Oh shit, eine Falle. Ah!
knappe Sache, würde ich mal sagen. Aber es hat gereicht. Immerhin. Und dann speichern wir mal. So. Ich habe nur einen Trank zur Verfügung und dieser Trank heilt mich auch nur um 4 Herzen. Das darf ich nicht vergessen. Aber mein Schild ist auch ziemlich mitgenommen. Ja, interessant. Gut, wir fügen den Schlüssel ein. Ich muss mal kurz gucken. Ah, okay, ich weiß es jetzt schon. Wir machen so, so, so. So, und dann haben wir es auch schon. So. So. Perfekt. Perfekt. Passt. Oh, wir sind Zelda ganz nah. Zelda, willkommen. Bin ich verrückt? Ich höre im Hintergrund aber ein ganz leises Lied. Aber okay. Ah, das ist der Felsen von eben. Hört ihr dieses Lied auch? Ich glaube aber nicht, aber im Hintergrund singt einer. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Vielleicht ist das Zelda, die das singt. Besonders von dieser Kette starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit der gefesselt wurde, liegt bei 95%. Oha. Ich vermute, dass Zelda irgendwie entkommen konnte. Ich rate zur Eile. Ja, okay, das ist dann nicht mehr zu spaßen. Es ist zwar von Anfang an schon nicht. Okay, wir gehen zu ihr. Och nö, nicht du schon wieder. So trifft man sich wieder. Oh, nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Na, ist ja auch unwichtig. Immer nur kurz zu, ja? Da sagen mir meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei und was muss ich sehen? Diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Dieses Schoßhündchen der Göttin! Sie hat sich einfach mitgenommen! Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien! Ich entschuldige mich. Ich habe manchmal diese komischen Ausraster. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig. Es ist genug Zeit. So, spüre die Flammen meines Zorns, während ich wieder abhaue. Ciao. Ja, du mich auch. Gut, Link hat sich gerettet. Aber dieser Felsen ist mutiert. Glühender Höllenfels, Beradama. Friss! Warte mal, wie kann ich den denn aufhalten? Okay, ich bleib mal im Bomben. Warte mal. Ich wollte schon sagen. Wow! Hier! Okay, schnell wegrennen! Hier! Werf doch, Link! Werf! Okay! Oha! Wow! Friss die Bombe!
Nein, er hat mich verarscht! Mist! Na komm, friss! Und geh unter! Oh, verdammt! Wartet mal! Oh, Mist! Stirb! Mist! Wie kann ich mich denn davon befreien? Ich weiß es nicht. Muss ich da nach oben rennen? Verdammt! Hier! Oh, nice! Das Viech ist down. Einmal ein vertikaler Wirbelattacke vorne und dann nochmal eine vertikale Wirbelattacke von hinten. Das hat ihm den Gnadenstoß gegeben. Ah, ein Herzcontainer. Ja! Nice. So, das Problem ist jetzt... Ne, es gibt kein Problem. Wir müssen schnell zu Zelda, Mann. Was ist denn jetzt mit ihr? Ah, ganz viele Herzen, aber ich bin full. So. Nice. Finde ich schön. Ah, wir hören was. Das war ihre Lyra. Da ist sie. Zelda? Hey. Alex. Ach nö, was denn? Nein, Zelda, ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhalten auf das eure Aufgabe konzentrieren müsst. Aber ich habe mich so angestrengt. Och man. Alex, es tut mir leid. Och man. Jetzt haben wir uns so angestrengt und naja, sie geht. Natürlich, ist ja verständlich. Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Götter sich bei ihrer Wahl vertan haben. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Dir gefällt nicht, was ich sage. Aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Du warst zu langsam, hast Zelda einen Stich gelassen. Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du Auserwählter Zelda helfen willst, musst du die Prüfung, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du verstanden? Ja, das ist der Dank. Ich verstehe dich, Alter.
Ja, guck mal, wir haben uns so angestrengt, um Zelda zu finden. Was hören wir uns an, bis dass wir zu spät sind und ihr nicht helfen konnten? Das zieht einen schon derbe runter, aber ich schaue mich nochmal kurz hier um, damit ich hier wieder was verpasse. Geht gleich weiter, Leute. Ich will nur gucken, dass ich hier alles mitnehme. Eine Fee, die nehme ich mal mit. So. Aber sonst ist hier nichts, ne? Ne. Na gut, dann erfüllen wir unsere Aufgabe. Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde dir die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besuchte die heilige Maid vom Himmel ihren Schicksal folgend die Quelle des Erdlandes. Das Land des Sandes, Ranelle, dort öffnet sich das Zeitportal, wie es ihr vorherbestimmt ist. Du hast die Bernsteintafel erhalten. Sie ist aus schweren Steinen gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Und genau deshalb können wir noch nicht aufgeben. Weil wir genau dieses Lächeln wiedersehen wollen. Gebieter, Zelda scheint sich an dieser Quelle spirituell gereinigt zu haben. Ich schätze, dass sie nun im Gebiet namens Ranelle unterwegs ist. Wenn wir die Steintafel zum Tempel bringen, wird eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können ihr nach Ranelle folgen. Ich schlage vor, nach Wolkenhaar zurückzukehren, um von dort aus nach Ranelle zu reisen. Genau, Link. Wir lassen uns nichts gefallen. Wir werden unseren Weg weiter bestreiten, bis wir sie irgendwann beschützen können und ihr Lächeln sehen können. So. Hier gibt es nichts mehr für uns zu erledigen. Und ich will den schönen Moment nicht kaputt machen. Wir haben neue Energie. Und das werden wir alles im nächsten Part herausfinden. Ich finde es sehr schön, wenn ihr dabei wart. Ein Like könnt ihr auch da lassen. Auch für Link und für mich. Ja, oder falls ihr neu seid, abonniert. Das würde uns auch sehr helfen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Habt einen schönen Tag, genießt euer Leben. Und dann würde ich sagen, ciao.